Was geht ab? Hier ist wieder euer Bisa-Fan-TV, ne? Guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende und lasst mal einen Like da, schon jetzt. Also, wir haben heute wieder was Heftiges vorbereitet. Spaß natürlich. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ihr müsst auch keinen Elbow-Drop machen, auf niemanden, nicht mal auf den Like-Button. Wir haben jetzt wieder eine neue Aufgabe bekommen. Wir sind jetzt im Kapitel 3 von der modularen Untersuchung. Verschicke 3 Pokémon. Fange 25 Pokémon vom Typ Wasser und brüte ein Ei aus. Wir werden gleich mal 3 Pokémon verschicken. Dann nehmen wir nämlich die, die wir im Kapitel 2 gepusht haben. Mann, ich hab dich doch ausgewählt. Das arme Kikuki, das kann doch nichts dazu. Weg damit. Geh in die Hölle, wo du hingehörst. Was ist Schalelos? Ist das Wasser? Ist das Pflanze? Es ist Wasser, das heißt, das nehmen wir mit, ne? Guck, guck hier, wie es hüpft. Zack. Das ist super. Jetzt müssen wir... Oh, Feuer hat sich ziemlich gezogen, muss ich sagen. Ja, und dann kam Glumanda. Normal ging auf jeden Fall am schnellsten. Ich glaube, Wasser dürfte auch schneller gehen. Aber Feuer hat sich ziemlich gezogen. Brüte ein Ei aus müssen wir noch machen. 25 Wasser-Pokémon. Wir gucken nochmal hier rein. 0,5 und 2,5. Das wird auch aufgehen. Vielleicht schaffen wir auch das 10er Ei noch zu brüten in der Folge. Da können wir da reingucken. Schneiden wir einfach 2 Eier rein. Hinten ist noch ein Raid. Hier können wir nochmal drehen. Da können wir auch nochmal drehen. Ne? Super Wetter. Wunderbar. So ein Spaziergang zu zweit an der frischen Luft. Nimmt man gerne mal mit. Wir sehen uns, wenn ein Ei aufgeht oder wenn wir noch ein paar Wasser-Pokis gefangen haben. Schallquap! Enton! 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 Ah! Hä? Jo, das Schallquap vorhin ist leider geflohen. Ich weiß auch nicht, woran es lag, ne? Ich versuch einfach nochmal zu werfen. Zack! Kennt ihr das? Der Wursttrick klappt immer. Hui! Gleich weiter. Nein, es ist schon wieder geflohen. Ah! Nein, die blöde Ente war schuld, ich sag's euch. Die ganze Zeit warte ich, dass das dumme Ei aufgeht. Und was ist passiert? Das Ei ist aufgegangen. Was mache ich? Ich drück einfach drauf. Ne? Jetzt habe ich die Opening-Sequenz nicht, aber es ist ein Evoli geworden mit 595. Ihr könnt gerne den Bogen kontrollieren und nachmessen. Wenn ihr da was braucht, schicke ich euch da gerne ein Lineal zu, dann Maßband. Schaut mal vorbei. Evoli 595, wir können es auch mal bewerten. Zack, sieht doch richtig gut aus. Ne? Müssen wir schnell weitermachen. 677. Das ist gerade geschlüpft. Und wir hauen auch das nächste Ei rein. Diesmal nehmen wir aber das 10er. Und als Strafe muss ich das 10er jetzt auch noch nehmen für die Aufgabe und ausbrüten. Wir sind nämlich jetzt bei 12 von 25 Wasser-Pokémon. Das Ei ist geschlüpft. Seht ihr hier, ist ja fertig. Müssen also weiter, bis das 10er noch irgendwann aufgeht. Mann, sterb leise. Oh, jetzt ist er tot. Toll. Warte, komm, gib mir eine Umarmung, Schatz. Ich hab's nicht so gemeint. Alles wird gut. Nein, geh weg. Weiche von mir, Dämon. Ich bin extra aufgestanden, Junge. Ja, ist selber schuld. So, jetzt haben wir es aber gepackt. Ne? Das 10er-Ei ist bereit zum Brüten. Wir laufen auch kurz mal zum Ditschen. Er muss nämlich kacken, hat er gesagt. Er traut sich nicht bei Fremden, ihr wisst ja, jetzt wo seit neuestens der Trend ist, dass die Influencer immer die Klobrillen ablecken überall, da kann man ja nicht mal mehr sicher auf die Toilette gehen bei anderen Leuten. Kann ja sein, ich mache das auch bei mir zu Hause. Das möchte er nicht, ne? Wir öffnen jetzt aber das 10er-Ei. Ich weiß nicht, ich habe da vorhin irgendwo was gelesen darüber. Das ist mir gerade spontan wieder eingefallen. Und es ist ein Klick. Natürlich kein Shiny. Wir können es aber fix noch bewerten. Schlecht. Wieder mal. Jetzt müssen wir trotzdem noch ein paar Wasser-Pokémon einfangen. Melden uns dann zurück, wenn wir das letzte haben. Junge, Junge. So ein Berg, ne? Fühlt man sich gleich wie neue Bohren. So, hinter mir hört ihr einen Bum, bum, ding, dong. Jetzt nicht mehr. Das heißt auf jeden Fall, die Schranken gehen runter. Und wir haben immer noch 19 von 25 Wasser-Pokémon. Wir sind also noch nicht fertig. Wir haben aber jetzt 3 Pokémon. Warum guckst du denn so böse? Wir haben aber noch 3 Pokémon-Belohnungen hier aus den Quests, aus den Feldforschungen. Vielleicht sind ja 3
Wasser-Pokémon dabei. Wir gucken mal. Wir holen mal das erste ab und es ist ein Feuer, ein Vulpix. Das tüten wir jetzt mal ein. Alles mit einer Hand. Wir sind ja Profis. Großartig. Beim zweiten ist aber sicherlich eins drin, weil wenn da nicht, dann natürlich im letzten. Ihr wisst Bescheid. Wir nehmen auch extra blaue Bälle, um Wasser-Pokémon anzuloggen. Wer das nicht kennt, das ist ein Trick von Bisafan TV. Wenn ihr blaue Bälle nehmt, dann kriegt ihr mehr. Das ist schon wieder Feuer. Was machen die denn? Wenn ihr blaue Bälle nehmt, dann kriegt ihr auf jeden Fall mehr Wasser-Pokémon. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Wenn ihr die roten nehmt, kriegt ihr mehr Feuer-Pokémon. Und wenn ihr die gelben nehmt, ganz klar Elektro-Pokémon. Ihr wisst Bescheid. Das war Glumanda. Das heißt, im dritten ist ein Wasser-Pokémon. Garantiert. Ne? Guck, das ist nämlich ein. Ein Macholo. Wenigstens ist es schon mal blau. Das nehmen wir auch noch mit. Da nehmen wir jetzt aber mal eine gelbe Beere. Wir brauchen ja Bonbons. Wir müssen noch ein Machomai entwickeln, damit wir mal eine Armee haben. Aber ich hatte ja vor, eben von den ganzen kleinen Accounts das höchste Macholo, was ich habe, rüber zu tauschen und dann kostenlos zu entwickeln, dass ihr ganz einfach euch jetzt eine Machomai-Armee hochziehen könnt. So, alle drei eingesackt. Leider kein Wasser dabei, ist egal. Wir gucken einfach mal, wir tüten noch ein paar ein. Jetzt müssen wir aber erstmal fix in Netto rein. Mit Waage natürlich, Abstand halten, Safety first. Und sehen uns dann später wieder. So, unglaublich, aber wahr. Da ist das letzte Pokémon. Guckt euch das an. 24 von 25. Wir drücken mal hier drauf auf das Schalellos. Nehmen das noch mit. Also wir hoffen, es bleibt drin. Wieder mal daneben geworfen, so muss das sein. Hier sieht es aber schön aus. Da stehen zwei Bänke. Da ist ein Mülleimer, da könnt ihr euch hersetzen. Es ist natürlich nicht drinnen geblieben. Wir nehmen einfach mal, wir müssen jetzt auf Nummer sicher gehen. Deswegen stellen wir euch mal hier auf den Mülleimer. So, versuchen. Zack und wieder daneben. Wunderbar. Wer mich auf Facebook oder Instagram verfolgt, der wird gesehen haben, dass ich nur noch die Hälfte von meinem Fuß besitze. Die andere Hälfte ist einfach am Tisch hängen geblieben. Und jetzt ist mir beim großen Onkel der Fußnagel komplett weggerissen. Also eine Hälfte, den musste ich dann in Mitte zerteilen. Ne? Andere zerteilen ja ihre Zunge. Bei mir war das mit dem Fuß. Hat auf jeden Fall gut gesuppt und hat wehgetan. Jetzt laufe ich den ganzen Tag mit meinen Badelatschen hier rum. Das ist auch nicht gerade gut. Vorhin ist der Strumpf schon dran geklebt. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Kapitel 4 ist auf jeden Fall fertig. Wir haben hier Staub, wir haben hier Bonbons. Wir bekommen noch ein Pokémon, ein Schnuthelm, was wir eigentlich auch nicht brauchen. Weil, also wir müssen das nicht mit gelber Beere fangen, so meine ich das. Weil wenn ihr das tauscht, könnt ihr das ja auch so entwickeln, einfach ohne irgendwas. Nicht wie hier Nebulak. Da müsst ihr ja trotzdem erstmal für 25 die erste Stufe entwickeln, dann tauschen. Beziehungsweise wenn ihr das erste getauscht habt, nach den 25 geht es dann kostenlos weiter. Das ist ja auch so. Wir gucken mal hier, was aus der Aufgabe kommt. 11, 15, 15. Okay. Nehmen jetzt hier den Rest an. Da bekommen wir sogar noch dreimal Rauch. Einen Genesekt-Rucksack. Hey, mein schöner Rucksack. Aber ist ja nicht mein Hauptaccount, da ist es ja egal. Nehmen noch ein wildes Sherox mit. Und das ist das erste Sherox, was ich dann habe. Das müsste auch ein neuer Pokédex-Eintrag sein. Das versuchen... Alter, knüppelroter Kreis. Das versuchen wir jetzt mal... Ah, mein Fußnagel. Das versuchen wir jetzt mal mit einer gelben Beere einzufangen. Wir haben ja noch 13 Versuche, weil wir noch 13 Beeren haben. Stellen den Kreis ein. Roter Ball für das rote Pokémon. So muss es sein. Komm, Bruder. Greif doch mal an, oder was? Warum hüpfst du denn? Ich habe doch keinen Seil dabei. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach curve und werf, dann habe ich damit mehr Erfolg. Ja, ich will das auch mal sehen. Und jetzt? Hey, einfach fabelhaft, obwohl er hochgehüpft ist. Wie? Macht das jetzt schon die Aufgaben? Vor der nächsten Aufgabe die Sachen oder was? Oder habe ich eine Aufgabe normal, die drei fabelhafte Curveball-Würfe beinhaltet? Wir hauen hier nochmal drauf. Was? Jetzt gibt er mir hier seinen Müll, dass ich den wegschmeiß. Nur weil die Kamera auf dem Mülleimer steht. Wir geben nicht auf, wir wollen das hier mit gelber Beere. Aber es hüpft weiterhin.
Hans, du siehst aus wie Bruder Jakob. Es ist drin! Wir haben gewonnen! Ein Sieg für die Guten! Pokédex-Eintrag, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, zack. 12,54, wir bewerten es. 12, 13, 12. Das geht natürlich besser. Egal. Das müsste jetzt aber mit dem vierten Kapitel gewesen sein. Wir gucken noch mal rein. Genau, ach, der geht jetzt ins nächste Kapitel, das heißt, wir beenden das. Ich glaube, Kapitel 5 und 6 können wir in einem machen. Da müsst ihr ja nur noch das Genesekt fangen oder irgendwie und danach nochmal Belohnungen abholen. Und, na gut, ich kenne ja die Aufgaben nicht. Wir gucken uns die an, wir melden uns zurück im nächsten Kapitel. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.